Herzlich willkommen zurück bei Witcher 3, wo wir momentan auf den Spuren der weißen Dame sind, wer auch immer das sein soll. Und wir befinden uns in einem, in einer Turmruine. Es steht ja bereits in der Questbeschreibung. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was uns da drüben jetzt erwarten wird. Das ist ja weniger als ich dachte. Da geht's gar nicht weit. Toll, da habe ich noch in der letzten Folge schön dramatisch aufgehört. Kann ich die Fackel hier wenigstens anzünden, weil ich die alle angezündet habe? Na, wenigstens etwas. Da habe ich schön dramatisch aufgehört in der letzten Folge und dann sowas. Hier ist doch kein Geheimraum? Nein. Da ist irgendein Viech genau auf unserer Ebene. Also da geht es schon irgendwie weiter. Hier hinten offenbar nicht. Ich dachte, wir kommen jetzt hier durch, aber... Untersuche die Turmruinen. Ja, das war sehr schlau. Ich bin mega schlau. So, da unten war nichts. Nein. Das ist ja merkwürdig. Und offenbar werden die angezündeten Fackeln gar nicht mitgespeichert. Habe ich mir extra so viel Mühe gegeben. Hier haben wir sonst auch nichts, ne? Okay, ich weiß nicht genau, auf welcher Ebene das Monster da rechts ist. Es könnte auch sonst wo sein. Wir sollen mit Hilfe der Hexersinne die Turmruine untersuchen. Und ich dachte eigentlich, dass unten direkt was wäre. Da war doch gerade wieder... Die Lupe war doch da gerade wieder. Aber hier ist ja auch nichts. Ich gucke gerade, ob wir hier irgendwo durch die Wand kommen. Ja, ach, hier ist noch eine Leiter. Die habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Und hier sieht es tatsächlich schon etwas blutiger aus. Mich deucht, wir sind in, auf der richtigen Spur diesmal. Wie lustig, da wollte ich so dramatisch an der Tür starten unten. Hat ja super geklappt. Huch, sah gerade aus wie der neue Joker von Suicide Squad. Okay, hier geht es in beide Richtungen raus. Hier erstmal... Oh, Alter. Boah, wie geil ist das denn bitte? Boah, echt. Also muss ich sagen, einfach schön. Einfach schön. Auch, dass man hier diese Aussicht hat. Huch, jetzt, wohin jetzt? Da geht noch die Leiter hoch. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Da haben wir noch einen Kumpel. Aber erstmal haben wir da noch eine rote Spur, wie es mir aussieht. Ne, das ist glaube ich die Sonne. Erstmal, warum ist denn der hier auf dem Balkon gestorben? Was für eine geile Aussicht von hier aus. Boah, Novigrad riesengroß. So, na gut, ich versuche mal noch höher mit noch mehr Aussicht, aber ich habe das Gefühl, dass wir nicht lange alleine sein werden. Ich speichere mal hier lieber. Denn irgendwie ist mir das nicht ganz so geheuer. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt was von oben angreift. Boah, wie geil. Ich wünschte, die Mauer wäre nur halb so hoch. Klar könnte man natürlich in unseren Tod springen, aber dafür hat man eine wesentlich geilere Aussicht. Und warum sollten wir mit der Aussicht schon in den Tod springen? Die Wege sind lustig. Ist alles sehr miteinander verzweigt. Huch, hä? Ach, irgendwie habe ich gerade aus dem Spiel rausgeklickt. Ich weiß gar nicht warum. Was ist das denn? Seltsam, als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Seltsam, ach so. Als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Das ist ja merkwürdig. Wenn man sich vor die Kiste stellt quasi... Habe ich gerade mal testweise einen Wirbelwind gemacht, passiert aber nichts. Und das ist alles... Also wir haben jetzt massig Kisten gefunden, wir haben massig Zeug in der Ruine gefunden. Aber wir haben immer noch niemanden gefunden, der das hier eventuell noch bewohnen könnte. Und hier gibt es wirklich massig Zeug drin, bis auf das Ei gerade natürlich. Ich verstehe nicht ganz...
Erkunde die Turmruine mit Hilfe deiner Hexersinne. Das mache ich die ganze Zeit. Aber ich finde einfach auch nichts Neues sonst. Jetzt haben wir doch eigentlich alles erkundet, oder? Da bleiben noch die Balkone. Also mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Huch, nein! Das wollte ich nicht. Jetzt sind wir wieder unten. Zumindest auf der Zwischenetage, aber hier haben wir auch alles erkundet. Also ich bin mir momentan so ein bisschen unsicher, was es hier zu finden gibt, ehrlich gesagt. Die Turmruine. Das hier gehört ja auch noch mit zur Turmruine. Ach. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Aber die Spuren gehen doch in die andere Richtung. Oder wir müssen herausfinden, vor was der geflohen ist. Einfach mal so nebenbei eine Quest gefunden, weil wir beim Turm angehalten sind. Mehr haben wir ja nicht gemacht. Und ich wollte einfach nur wissen, was das für ein Turm ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir werden es in Bälde herausfinden. Da sah es aber aus, als wäre jemand nicht mehr geflohen. Oder jemand hat Dreck mitgerissen, ich weiß es nicht genau. Und offenbar hat jemand eher Haken geschlagen. Na nü. Eieiei. Alle ausgemergelt mit weißen Haaren. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Das hier auch? Trunkenbolde. Die haben hier einfach in der Nähe des Turms kampiert. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Vielleicht gibt es für sie ja eine Belohnung. Das hört sich fast ein bisschen an wie Hannah aus den Wäldern. Mittagserscheinungen gehören ja zu meinen Favorite-Hobbys, wenn ich das mal so sagen darf. Das wird bestimmt ein großer Spaß. Infernic, woher weiß er denn, dass er jetzt Infernic gucken muss? Wahrscheinlich kommt hier auch Fernic Branka her. Er ist ein alter Kumpel. So, neue Markierung, Anschlagbrett, das hat uns ja eh noch gefehlt. Also im wahrsten Sinne, das hat uns einfach noch gefehlt. Ich suche dich, großer, dunkler Fremder. Einen großen Fremden mit dem rabenschwarzen Haar und den smaragdgrünen Augen, der mir letzte Woche auf dem Fischmarkt beim Flunderkauf so charmant zugelächelt hat, triff mich auf dem Fleischerhof, bitte. Ich werde dort die nächsten 7 Tage jeden Morgen auf dich warten. Wir werden triumphieren. Kürzlich sind unbekannte Angreifer nach Fernick gekommen und haben 3 Elfenkinder angegriffen. Wie lange wollen wir uns diese Akte der Aggression noch gefallen lassen? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Selbstgebackener Kuchen. Köstliche selbstgebackene Kuchen wie von Oma. Nur bei Tante Amelia. Apfelstreusel, Käsekuchen, Zwetschgenkuchen und viele andere. Alle aus dem feinsten Obst und Mehl, direkt von den Feldern im Umkreis von Novigrad. Yam, 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 yam. Auftrag, Teufel in den Wäldern. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in diese Gegend verirrt haben sollte, ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen ich das Glück hatte, bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich heuerte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Zwerge waren es, stramme Burschen. Jeder von ihnen hat in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden. Und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptet, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit. Und ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemandem überreichen darf. Beste Grüße, Brian Hodge. Auftrag, die Weiße Dame. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfer hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Wer sich auf 10 Spannen nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und Hunger und Elend erwarten uns, wenn niemand etwas unternimmt.
Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, denjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helma, Witwe von Ignatius. PS, aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Witwe, der gut, könnte auch jünger sein. Die hat was einmal die hat eine komische Stimme. Wie gemalt. Qualifizierter Maler nimmt Aufträge für Wandmalereien und Leinwandarbeiten zu beliebigen Themen und mit Inhalten nach Wunsch an. Bei Porträtbestellungen sind Schminke und Kostüme ohne Aufpreis enthalten. Auch die besonders modischen Stile rätanischer Honoratio und respektierte Matrone. Vincent Bönner. Sprich mit der Witwe über die Mittagserscheinung. Ich weiß gar nicht, ob die noch wach ist gerade. Weiß gar nicht, wie spät es ist. Ach, da ist sie ja. Die Helma. Ah, die spannt da gerade was. Sei gegrüßt, Hexer. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja. Ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Arme Luzi, und jetzt wissen wir zumindest, wer es war. Was ich spannend finde tatsächlich, dass wir die Quest Luzis diesmal... Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Na, ich hoffe, ich krieg das hin. Ja, entschuldigen Sie mal, gnädige Frau. Mittagserscheinung, naja. Was ich sagen wollte, ich finde es spannend, dass wir diesmal tatsächlich... Was ist denn... Honigwabe. Ach. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu nah rangehe, glaube ich. Sonst, kriegen wir ja eine geschallert. Können wir auch mal zur Imkerei schauen, tatsächlich. Das mit dem Honig finde ich toll. Bin ja ein großer Honigfreund. Und dass man den hier einfach so mitnehmen kann, finde ich super. Also, abgesehen davon, dass wir den natürlich klauen, den armen Leuten. Aber naja, das ist, da muss man mal Opfer bringen und, So, hier das. Nee, was ich sagen wollte, ich finde es toll, dass wir die Quest diesmal andersrum aufgezäunt haben. Dass wir die jetzt nicht vom Brett gerissen haben, sondern einfach mittendrin gefunden. Spitzwegerig. Naja, den können wir mitnehmen. Davon scheint es ja einigen zu geben. Ich kratze mich mal lautstark am Barte. Hier ist einfach eine Karte. Warte, ich bin gleich da. Warum wir das ausgerechnet hier am Lagerfeuer machen sollen, ist mir zwar ein Rätsel. So, und das hier wird wahrscheinlich nur mittags gehen. Oh ja. Mittagserscheinungen kommen. Ja, das sag ich doch, Okay. Mittagserscheinungen, weißt du was? Machen wir mal um 12 ist Mittag. Ich hoffe, das klappt, dann kann ich nochmal schnell speichern. Nicht mehr raus. Ja, ja. Oh, schnell speichern. Eieiei. Armes Kind. Lass uns tanzen. Okay, magische Falle. Seid doch nicht so weit entfernt.
So, weiße Dame, komm ran! Also wenn ich jetzt an Hannah denke, dann... Das ist ja unglaublich. Die hat mir nicht mal was abgezogen. Da, ganz... Also oben links, ganz minimal hat mir was abgezogen. Wenn ich an Hannah denke, Hannah aus den Wäldern, das, dann glaube ich das hier gerade nicht, was hier passiert ist. Juhu, zerbrochene Hake. So, hol dir deine Belohnung von der Witwe. Ach, ist das schön hier, einfach so idyllisch. Ich brauche ja kein Fleisch. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt sage, oh, ist das schön hier, so idyllisch. Und dann, pff, tot. Ich mag das hier voll. Das ist so schön einfach. Ich will die ganze Zeit... Also in Novigrad habe ich das ja nicht so. Ja, es ist so schön. Was ist denn da los? Wandern die hier gerade alle... Wandern die hier alle zum Dorf oder zur Arbeit? Oder wie... Noch auch zwielichtige Personen haben wir hier natürlich. Was? Sei gegrüßt, Hex. Hallo. Also folgendes. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein. Oh ja, Dank ist mir Lohn genug. Bla bla bla. So, Auftrag, die weiße Dame ist abgeschlossen. Leuchte, leuchte. Was ist das schön hier? Schwitzen wird mit dem Tod bestraft. Schwitzen wird mit dem Tod bestraft. So, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Oh, Entschuldigung. Ich will ehrlich gesagt noch... Ich will einfach die ganze Zeit hier bleiben und hier rumlaufen. Ich will gar nichts anderes machen. Ich will gar keine Questen lösen. Ich will hier gar nicht weg. Ich will hier einfach nur... Ich will nur gucken. Ich renne mal zur Windmühle, einfach mal gucken. Vielleicht haben wir wieder so viel Glück wie beim Turm. Ich weiß, wir haben noch einige Quests offen. Wir machen auch gleich wieder weiter. Aber ganz ehrlich, ich fand das gerade so schön, dass wir die Quests einfach so mal gefunden haben nebenbei. Und außerdem mag ich die Gegend hier gerade sehr. So, mal gucken, ob wir hier auch was finden. Zumindest eine Truhe finden wir hier mit einem Kürass. Und noch eine Truhe. Was ist denn da los? Wieso komme ich hier nicht? Ich habe keine Ahnung. So. Hier sind ja überall Kisten und Truhen drunter. Fell eines weißen Wolfs. Zwei Zahnblüten. Ein toller Schatz. So, Frage ist, kommen wir da auch rein? Und wenn ja, finden wir da was? Abgeschlossen. Schade. Auf jeden Fall können wir noch ein bisschen Honig sammeln. Lucians Windmühle. Da ist doch bestimmt noch irgendwas, oder? Was ist diese Naturidylle? Ich liebe das einfach. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt so lange drauf rumreite, aber es ist einfach so schön. Abgesehen davon, dass ich den hier die ganze Zeit den Honig klaue. Auch vor der Nase, ist mir egal. Zum Glück tun die Bienen uns nichts, ich weiß gar nicht warum. So, Honig haben wir genug. Luciens Mühle. Ist hier vielleicht irgendwas? Jetzt bin ich natürlich ein bisschen verwöhnt davon, dass wir gerade was gefunden haben beim Turm, aber andererseits... Vielleicht können wir auch einfach nur ein bisschen erkunden. So, da drunter ist, glaube ich, nichts. Es muss ja auch nicht überall ein Mord stattgefunden haben. Sind wir mal ehrlich. Ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir nichts finden. Ich folge dem Weg hier noch ein bisschen und dann machen wir wirklich mal weiter. Ist ein Zaun oder irgendwas? Ach, guck mal da. Oh.
Wow, tolle Rüstung, mein Freund. Tolle Rüstung. Mist. Jetzt hab ich noch Dingens drin gehabt. Ich wollte natürlich das hier. Da fliegt er aber. Das war noch nicht alle. Das war alles? Okay. Ich hätte gedacht, das wären mehr. Okay, ich nehme auch nicht mehr alles mit. Kleiner Knüppel brauchen wir wirklich nicht. Nur wie gerade Langschwert. Was ist denn hier drin? So, und wir haben ja noch die neue Rüstung. Großer Perun-Runenstein. Schön. So, das war das Banditenlager. Das haben wir einfach mal auseinandergenommen. Ach, schon wieder überlastet. Na, leck mich doch. Das darf doch nicht wahr sein. Naja. Ich gehe nochmal ganz kurz da oben zu dem Zaun, gucke ein bisschen runter und dann machen wir wirklich mal weiter. Zwischendurch, das nehme ich mir immer mal raus, würde ich wirklich gerne einfach mal ein bisschen Landschaft gucken und so. Einfach nur, weil es so schön ist. Naja, und hier gibt es nicht mehr so viel zu gucken. Plötze! Frage ist, was machen wir jetzt als nächstes? Da guck ich mal eben. Nebenquests. Wir haben noch, ach, wir haben noch viele, viele, viele. Geh nach Farö. Ein gefährliches Spiel. Besorge die Karten. Krähenfest. Ah ja, das wollten wir noch machen. Level 20, aber wir trauen uns das einfach mal zu. Die meistgesuchteste Frau Redaniens, da kommen wir auch nicht umhin, das weiterzumachen. Die Stadt einfach in der Distanz aussieht da hinten. Ich reite mal hier entlang. Wie auch immer der uns hier im Ritt im vollen Galopp erwischt hat, ich habe keine Ahnung. Achso, das war wir wegen dem Schwert. Ich dachte, die Wölfe sind mit hier hingekommen. Vorsicht, Kinder. Spielt nicht unter dem Pferd. Ui, guck mal. Was habe ich gesagt? Neue Markierung Hafentor. Was ist das denn da? Eine Schmiede finden wir ja wohl nicht. Nein. Ist aber nur ein Ofen. Monster töten ist für dich doch ein Kinderspiel. Das ist absolut richtig. Meine Kühe geben saure Milch. Meine Katze treibt mit den Ratten. Meine Schweine quieken die ganze Nacht. Weißt ich du, was hätte das in bedeutet? Der Heimat bleiben sollen. Du bist ein beschissener Bauer. Was? Nein, Mann! Es gibt Krieg! Das bedeutet es! Worauf steht denn? Der steht auf dem Bogen, okay. Noch mehr Treibgut aus dem Meer. Mit den Bögen gibt's ja noch Probleme. Die fliegen ab und zu mal in der Gegend rum, wenn NPCs damit rumspielen oder NPC-Kinder. Wurde wohl immer noch nicht gefixt, aber naja, es gibt Schlimmeres. So, dann gehen wir mal nach Novigrad und wir müssen gleich unbedingt gucken, wo wir einen Schmied finden. So, das erste, was ich mache, ist, ich teleportiere mich erstmal. Also ich mache mal eine Schnellreise zum Schmied, damit es nicht so lange dauert. Eigentlich wollte ich das mal zwischen den Folgen machen. Das Problem ist nur, da müssen wir jetzt noch 20 Minuten überlastet rumlaufen. Und das will ich natürlich nicht.
So, da haben wir noch Treibgut am Ruhmestor. Da müssen wir auch nochmal gucken. Da war noch ein Schmugglerversteck. Ich gehe mal ganz kurz wieder nach Ochsenfurt, ne? Zu dem Schmied, weil der bezahlt uns die besten Preise. Ich denke mal, da können wir ein bisschen was loswerden. Auch wenn es ein bisschen weit weg ist, aber durch die Schnellreise ist es ja fast egal. Ich meine, das hier, der Ladebildschirm ist immer noch sehr viel schneller, als wenn wir jetzt zu Fuß irgendwo... Wir müssen jetzt eh noch zu Fuß gehen, davon abgesehen. So. Furchtbar, mit diesem Überlastetsein ist echt furchtbar. Ich habe leider zu diesem Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, ist Patch 107 noch gar nicht raus. Und Patch 107 ist ja der, wo dann die Truhe kommen soll. Wo wir dann Sachen ablegen können. Da würde ich dann eine ganze Menge Sachen ablegen. Jede Menge Zutaten und sonst irgendwas, die Bücher und tralala, das würde ich alles in die Truhe packen. Ich weiß gar nicht, wie viel die fasst, das weiß ich gar nicht. Vielleicht kann man die ja auch größer kaufen, irgendwann später, ich weiß nicht. Oder vergrößern oder wie auch immer. Es wäre toll, wenn man da sowas hätte. Vielleicht hat man ja auch mehrere Truhen. Das war ja bei Amalur so ein bisschen doof, dass die Truhe halt überall verfügbar war. Durch die Schnellreise ist das dann so ein bisschen ad absurdum. Ist ja egal, wo man hinfährt, man hat überall das Gleiche. Da wäre es praktischer, wenn man hier und da mal verschiedene Truhen hat. Streitlustig, wie? So, da vorne ist Le Schmied. Ungehört. Er hat endlich seinen Meister gefunden. Ein Halsabschneider, ich glaube ein Hexer, hat Junior gegeben, was er verdient hat. So? Das ist aber nicht erfreulich, finde ich. Wieso nicht? Er hat so viel gestohlen und gemordet. Es wird nur ein anderer seinen Platz einnehmen. Genauso schlimm oder schlimmer. Unsere einzige Hoffnung ist, dass Nilfgaard einrückt und für etwas Ordnung sorgt. Mhm. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn die Nilfgaarder sich drum kümmern. Genau. Ach, Freunde. Ah. Ein ja, dann lass mal sehen. Zeig mir doch. So, dann wollen wir ein bisschen was loswerden. Ich schau mal. So viel haben wir ja gar nicht. Du willst mich doch verarschen. Plus 15 Kälteschaden, plus 1% Chance auf Einfrieren. Jetzt haben wir zwar Zeichenintensität, aber... Boah, wir behalten die jetzige Waffe, obwohl ich die hier... Die würde ich jetzt eintruhen, tatsächlich. So, die kann weg. 103, wie viel hat er? 495, das ist nicht so viel, tatsächlich. Durchbohrungsschaden. Ich frage mich immer noch, warum wir beim anderen Händler nichts mehr verkaufen können. Das frage ich mich ja immer noch. So, wie sieht's denn aus mit den Satteln? Pass auf, die hau ich jetzt mal weg. 50 Ausdauer. 70 Kapazität der Satteltaschen haben wir, glaube ich, schon. Ach, das ist die Mittagserscheinungstrophäe. Haben wir da mehrere inzwischen? Nebling-Trophäe, Gorgo-Trophäe, Greifen-Trophäe, Gruftweib... Nee, ich glaube, von jeder Trophäe holen wir uns immer nur eine, ne? 35 Ausdauer, wie viel? 68, der hat nur noch 63. Wir sind auf jeden Fall schon wieder, ausgeschlankt gerade, das ist ganz gut. Oh, das Schwert, oh Mann, das gefällt mir schon sehr gut. Ah, ärgerlich. So, was ist hiermit? 39. Zack, ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Und das stumpfe Schwert, ganz ehrlich, das werden wir wohl nicht mehr zurückgeben müssen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Nur falls wissen wir ja, wo es ist. Hier bei unserem Vorratslager. Schön. Mondstaub, Teufelsbewusst. Teufelsbewusst haben wir, glaube ich, schon, ne? Wäre schön, wenn das markiert wäre. Okay. Puh, papi, papo. Pergament. Anfänger, Waffenreparatur, ein Schema. So. Ich guck mal gerade ganz kurz. Kannst du mir etwas herstellen? Stufe 19. Zack. Achso, Bolzen. Muss ich nicht unbedingt. Falscher Handwerker. Handwerkerzutaten. Jetzt guck ich mal ganz kurz. Was kann der uns an Waffen vielleicht zubereiten? Ich will zwar nicht unbedingt auswechseln. Stufe 26. Stufe 18. Schaden plus 39. Schade, dass ich hier nicht vergleichen. Nein. Nein, ich möchte die Einrastfunktion nicht aktivieren. Ich habe ja ein paar Mal Shift gedrückt gerade. 11. Ja, Stufe 37, da machen wir noch richtig schön Damage. Ach so, ach warte mal. 23 ist, dauert noch ein bisschen.
Minus 7, minus 7. Wir hätten ja gar keine Extras. Wir würden 39 mehr Schaden machen und keine Extras. Silberschwert, das heißt, wir würden da auch die Sockelungen verlieren. Nicht so meins. Minus 111 lohnt sich schon gar nicht mehr. Überlegenes Bärensilberschwert, Stufe 26, bringt uns gerade nichts. Plus 14, plus 4. Lalalala. Die Harpie, Stufe 37. Nee. Greifensilberschwert lohnt sich auch schon nicht mehr. Bonuserfahrung gefällt mir sehr gut. 20% Bonuserfahrung bei Monstern gefällt mir sehr gut. Wobei Monster geben so wenig Erfahrung. Minus 34, plus 5 Zeichen. Nee, das lohnt sich auch nicht. Friedensstifter, Stufe 17, plus 39. Chance auf Taumeln und Verstümmeln. Und 50% kritischer Trefferbonus. Das könnte vielleicht unsere neue Waffe sein. Der Friedensstifter. 21, hier wären wir Quatsch, fast davor, nicht Quatsch davor. Friedensstifter, sollte ich mir mal merken. Katzenstahlschwert. Den kritischen Trefferbonus will ich immer noch behalten, so ein bisschen zumindest. Mariborschwert, ja, Nilfgaardisches Langschwert. Scherbenschwert, Stufe 25, Stufe 27, bringt uns nichts. Für das Ding brauchen wir Stufe 30. Es wäre schön, wenn da direkt stehen würde, Stufe zu niedrig oder irgendwie sowas. Oder wenn das hier direkt ausgerötet wäre. Das wäre übersichtlicher, damit man nicht erstmal gucken muss, ob man die Stufe überhaupt schon hat. Weil ich will mir nichts Überstufiges jetzt herstellen. Verbessertes Greifenstahlschwert. Was brauchen wir dafür? Ein Greifenschwert. Ein Greifenstahlschwert, natürlich. Ich glaube, einen Friedensstifter können wir uns tatsächlich mal basteln. Plus 39. Plus 10% Chance auf Taumeln und Verstümmeln. Ich glaube, das ist ganz gut. So, Friedensstifter haben wir. Wiedersehen. Ciao. Der Friedensstifter. Dreimal gesockelt. Eine Stahlwaffe. Wir haben momentan diese hier. 5% Angriffskraft. Schön. Und jetzt gucken wir mal, was wir da schön reinsockeln. Was ist das hier? Plus 5% Adrenalingewinn. Ja, ist okay. Das ist Ausrüstungsgegenstand. 10% Axi, Zeichenintensität. Können wir uns eigentlich in die Handschuhe basteln, oder? Dann können wir hier schön... Jetzt zeige ich das hier gerade mit der Hand. Egal. Okay. Großer... Striebock Runenstein. Dann haben wir 20% Chance auf Taumeln. Öden, lalala, ist auch eine kleine. Schau das mit dem Sortieren hier irgendwie, dass ich es mal umsortiert. 5% Adrenalingewinn. Ich würde ja immer noch gern zu dem anderen Typen wieder hingehen. So, jetzt haben wir 20% Chance auf Taumeln. Nee, sogar 30%. Schön. Oder sind die... Sind die zwei Runensteine oben mit eingerechnet? Weiß ich gar nicht. Ne, dürften eigentlich nicht, weil da steht da plus 20 und nochmal plus 5, plus 5. Also 30% Chance auf Taumeln. Kleinen Runenstein würde ich da nicht reinsetzen, ehrlich gesagt. Adrenalingewinn... Braucht man nicht zwingend die 5%, ehrlich gesagt. Da würde ich lieber nochmal irgendwas wie einfrieren oder sonst irgendwas in der Richtung finden. Ich lasse mir die Option gerade nochmal offen. Na gut. 5% Angriffskraft. Das Ding können wir eigentlich auseinandernehmen lassen. 136, die brauchen wir nicht unbedingt. Pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Zeig mir doch. So, Handwerk zerlegen. Jetzt müsste hier das Schwert irgendwo rumfliegen. Da ist es. Da müssten wir den großen Tschernobok-Runenstein wieder rauskriegen, ne? Genau, da kriegen wir den wieder raus. Stahlbarren, Lederbänder, alles gut. Kostet zwar was. 15 und dafür, für diese 15 haben wir unseren Runenstein wieder. Wiedersehen. So, 107 von 130. Wir sind immer noch sehr voll. Wo ist denn der Tschernobok? Tschernobok. Peru. Hallo, Tschernobok?
Ah, da. So, und schon haben wir den wieder drin. So einfach geht das. 5% Chance auf Angriffskraft, da haben wir den gleich wieder drin. Müssen wir von hier irgendwann mal verkaufen. 3 Fälle, lalala, aber ich glaube, unsere Handwerksmaterialien wiegen langsam ordentlich. Hab ich das Gefühl. Wir haben ja doch schon ein bisschen was zusammengesammelt, 0,32. Ich glaube, das läppert sich einfach. 100 Lederbänder wiegen 1. Eidiweidiweidiwei. Ich glaube, wir haben da echt schon 100 Zwergenschnaps wiegen auch. Boah, 2000 kriegen wir dafür. Wir haben zweimal 100 Zwergenschnaps. So, da haben wir jetzt tatsächlich, na gut. Ich wollte eigentlich außerhalb der Folgen verkaufen, aber diesmal haben wir eine Waffe hergestellt. Wir haben einen alten Sockel entfernt, mehr oder weniger, und haben den neu gesockelt und lalala. Ich denke, das war okay. Auch wenn wir nicht viel geschafft haben. Aber wir haben immerhin eine Mittagserscheinung weggeschnetzelt. Insofern ist es dann doch wieder okay. So, ich wollte mal ganz kurz gucken. Wo bleibt meine Lieferung? Sie hätte vor einer Woche... Alles zu mir! Zu mir! Hier war der. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles vom Apfel. Ja, ja, komm, Spaß dir. So. Mal sehen. Okay, kann der uns von den Handwerkszutaten, wir haben 200 Zwergenschnaps, es wird noch mehr. Der bietet uns 400. Das ist echt wenig. Das ist echt wenig, mein Freund. Das sehe ich so nicht. 424. Also wir könnten jetzt gut Kohle machen, aber das ist mir echt noch zu wenig. So. Mann, ich wünschte Patch 107 wäre schon draus. Das ärgert mich ein bisschen gerade. Halt, nein. Diesmal nicht. Der berühmte Gerald von Riva. Er ist's, mein Freund, er ist's. So, auf zum Straßenschild. Und dann folgen wir dem Krähenfest. Huch. Ist ein bisschen über unserem Level, aber das soll uns ja nicht stören, hoffe ich. Krähenfest, wo ist es? Da ist es. So. Jetzt dauert der Ladebildschirm tatsächlich ein ganz kleines bisschen länger. Also wenn es sich anbietet, werde ich Sachen auf jeden Fall offscreen verkaufen, aber da werde ich dann nichts sockeln, nichts umrüsten, nichts herstellen oder sonst irgendwas. Alles, was spielkritisch ist, werde ich auf jeden Fall im Let's Play machen. Aber so Sachen wie nur mal was verkaufen. Ist irgendwas los? Oh, wahrscheinlich das gleiche wie immer. So, dann laufen wir da mal eben hin. Hier soll das sein. Hier haben wir den gefunden, ne? Hier so. Tatsache, ich erinnere mich sogar noch. Er ist gerannt, bis er verblutet ist. Vielleicht wieder ein ganzer Tag verschwendet. Klare Spur, schwere Blutung. Okay. Blut auf den Straßen fällt hier ja auch nicht sonderlich auf, ehrlich gesagt. So, folgen wir der Spur mal. Irgendwo wird die ja ankommen. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden, möge das Glück uns gewogen sein. Timerien. So. Lysgard ist vor dem Winter dorthin gekommen. Hier kommt er raus. Na nü? Hey, Kumpel, hat dich jemand eingeladen? Nein, ich bin einer Spur gefolgt, aus menschlichem Blut. Dann hast du unseren Freund Derek gefunden. Tja, du musst ein gutes Auge haben. Nach dem kleinen Zerwürfnis habe ich ihn den halben Tag gesucht. Aber es ist nur ein Spaziergang dabei rausgekommen. Und in Hundescheiße bin ich auch noch getreten. Mit meinen besten Schuhen. Schlangenleder. Sieh nur. Was quatschst du denn? Hat aber doch deutlich. Wenn jemand unseren Unterschlupf findet, Messer in die Rippen, ab in den Graben. Denk nach, Grun. Benutz ein einziges Mal deine verdammte Birne. Wenn der Hexer die Leiche gefunden hat, hat er auch den Schlüssel gefunden. Ohne Schlüssel kriegen wir den Kasten nicht auf. Dann kriegt Hacker nicht, was er bestellt hat. Dann wird Hacker wütend. Willst du das? Ich glaube kaum. Also, Ohren auf, Kollege. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder gibst du uns den Schlüssel, ich zahle für den Aufwand und alle sind glücklich. Oder du machst Ärger.
Dann tun wir, was Grun will und stecken dir ein Messer zwischen die Rippen. Hier, der Schlüssel. Ich mag es nicht, wenn man mir droht. Ist tatsächlich wahr. Ich hoffe, wir können Hacker dann Bescheid sagen. Ich hoffe, der hasst uns dann nicht. Zwei Dinge machen nur die größten Trottel. Steine auf Hornissennester werfen und Hexern drohen. Neugieriger Hurensohn! Du wärst ein toller Herzader-Schnüffler, wenn du nicht so groß wärst. Wieso ist der denn noch nicht tot, der kleine Mann? So, Quest aktualisiert. Finde die Schatztruhe. Weinstein. So, hat ja keiner gesehen. Hat ja noch einer was dabei? Hühnerball, schönes Stahlschwertchen, das gefällt mir gut. Bisschen Ziegenhaut. Na, hat sich ja gelohnt. Stahlbarren, altes Schaffell. Voll bedrohlich, der Bandit. Solange der da draußen... Was ist das? Das ist doch nicht wahr. Solange er da draußen rumdümpelt, kann ich hier drin nichts machen. Und ich komme ja auch nicht... Ich glaube, gerade ist dein Geisteszustand klar. Wo ist der denn? Kollege. Oh, ich sollte vielleicht mal das Schwertchen ziehen. Das habe ich gerade wieder weggesteckt vor lauter Freude. Hey, ich wollte gerade zaubern, du Arsch. So, Freundchen. Mann, 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 Mann. Mit denen hat man seine Not. Haben die wenigstens was Schönes dabei? Wie liegt ihr denn da? Wahrscheinlich seine Jobbeschreibung. So, den Rest kann haben, wer will. Die Lumpen interessieren mich nicht. So. Wie sieht's dann aus? Hier können wir ein bisschen was nehmen, das ist sehr gut. Welt am Draht. Hier können wir auch noch ein bisschen was nehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was in der Schatztruhe ist, aber ganz ehrlich, die hätten uns einfach nicht so bedrohen sollen. Das tut mir echt leid, da muss ich dem Hacker auch mal Bescheid sagen, dass er nicht so einen Idioten anstellt. Das ist doch nicht unsere Schuld. Kronen und Floreen. Ach, sehr schön. Die Stiefel sind mir fast egal. So, naja, haben wir doch zwei Nebenquests noch geschafft, obwohl wir ein bisschen bummeln waren, obwohl wir ein bisschen gecraftet haben, mehr oder weniger. Ist doch alles in allem eigentlich ganz gut gelaufen. Haben wir da oben noch was vergessen? Nö. So, wieder eine Quest erfolgreich absolviert. Wer dir heute den Arsch küsst, beißt morgen rein. Das ist absolut wahr. Das ist so wahr, so wahr, so wahr. Tja, Freunde. Dann würde ich mal sagen... Endscreen-Zeit. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja, haben wir zwei Nebenquests einfach mal gemacht. Über die eine sind wir zufällig gestolpert mit der weißen Dame. Die haben wir jetzt doch erlöst. Wundert mich ein bisschen. Die haben wir so easy geschafft und die hat uns einfach mal gar nichts abgezogen. Und Hannah aus den Wäldern. Meine liebe Freundin Hannah, also die müssen wir echt nochmal in Wälde besuchen. Ich weiß nicht, warum es bei der einfach nicht klappt. Mit der werde ich einfach nicht grün. Ich weiß nicht, warum. Es muss wohl eine Art Hassliebe über den Tod hinaus sein. Naja, und das Krähenfest haben wir jetzt auch direkt durch. Ich frage mich, ob der Hacker uns da irgendwie böse ist. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, wir können da nichts für, wenn er Idioten beschäftigt. Ansonsten haben wir ein neues Schwertchen, was offenbar ganz gut funktioniert, wie wir gerade gesehen haben. Und der Rest, ja, wird sich zeigen in der nächsten Folge. Ich denke, wir machen noch ein bisschen Nebenquests, damit sich das wieder ein bisschen lichtet in unserer Journalie. Und dann... fahren wir weiter nach Skellige. So wird es wohl passieren. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.